14.04 Uhr, später Abend. Evadaias Gespräch mit Rodrigo ist gerade vorbei und sie laufen wieder von der Sternterrasse des Hotel Tudamidia nach unten. Hier warten die anderen auf euch. Vascha hat die Erlaubnis von dem Flussschiffer Alrik, dem Königlichen, sein Hausboot an den Eferdi zu übergeben. Der Schlüssel liegt wohl laut seiner eigenen Aussage unter der Fußmatte. Der zweite Tag in Kunchum neigt sich dem Ende, doch ihr habt noch lange nicht alles gesehen. Kapitänsschule, Flottenmeisterei stehen noch auf eurer Liste. Rodrigo wollte eventuell noch einmal mit Vascha in den Raya-Tempel und dann später im Boron-Tempel lernen, wie man Menschen hilft, denn dies scheint ihm wirklich ein sehr starkes Anliegen zu sein. Aber wohin euch eure eigenen Wege führen, das werden wir sehen. So, du wolltest noch mitkommen zum Hausboot. Rodrigo etwas frische Luft schnappen. Jemand schwissen hier? Ja, mit dir, Mädel. Ich weiß doch gar nicht, wo das Boot liegt, was du mir da klar gemacht hast. Jetzt hör doch mal auf, sie Mädel zu nennen. Sie ist doch hier, schau sie doch an. Ich bin 2 Köpfe größer. Ich meine das doch nicht böse, das weiß sie doch, oder Vascha? Ist doch mein Mädel hier. Also. Rodrigos Mädel, aber. Ich meine das. Vascha, okay. Also, Mädel ist mir immer noch lieber als Vascha Gida, aber. Kannst du mir auch einen Spitznamen geben? Wenn du möchtest. Denk mal drüber nach. Hat denn Rodrigo denn schon einen Spitznamen für dich? Den sag ich nicht. Gut, gut. Ach so, ich verstehe schon. Na komm, ich zeig das Boot. Also bis hin. Ja, und dann auch nach draußen. Mein gelehrter Herr, Herr von Schnattermoor, wir sehen uns morgen. Ja, treffen wir uns an der Flottenmeisterei oder wollt ihr erst hier vorbeikommen? Und ich wollte selbst im Hafen einmal bei den Fischern vorbeigehen. Sollen wir uns in der Flottenmeisterei treffen? Können wir tun, ja. Oder bei unserem Kontor, das wir bekommen haben. Kontor? Hatte Ferjarion nicht gesagt, wir werden abgeholt? Ich weiß nicht, wo das liegt. Er sagte nur irgendwo in der Nähe vom Störrebrandkontor, oder? Oder vertue ich mich da gerade? Ihr müsst doch zuhören, wenn er was sagt. Er sagt, er holt uns ab. Sag ich doch. Okay. Er holt uns ab. Okay, Vascha weiß ja, wo mein Hausboot liegt, dann werdet ihr abgeholt und dann macht ihr einfach einen Schlenker und kommt noch bei mir vorbei. Müsst auch hier in Die ganzen Straßen hier, die verwirren mich. Eine große Straße, 2 kleine Gassen und wenn man den kürzesten Weg wählen möchte, dann... Ja. Ich zeig euch gern alles, was ihr wissen müsst. Ich war ja schon ein paar Mal hier. Okay. Dann sehen wir uns später. Kurz zum anderen und ja, wie gesagt, hinaus. Bis morgen. Bis morgen. Viel Spaß auf deinem Hausboot. Er winkt euch noch zum Abschied über die Schulter. Warum will er jetzt eigentlich auf einem Hausboot schlafen? Tja, vielleicht. Naja. Er mag es ja auf dem Wasser. Auf dem Schiffen scheint er sich wohl zu fühlen. Ja, das habe ich gemerkt. Ich hoffe, wo auch immer die KGIA euch als nächstes hinschickt, oder uns jetzt in dem Fall, können wir hinreiten. Wäre mir angenehmer. Ich fühle mich auf Schiffen auch nicht so wohl. Aber mir ist es gleich, solange wir irgendwo hinkommen, wo wir gegen die Ungeschaffenen vorgehen können. Ja, Vascha und Evadaios treten gemeinsam aus dem großen Empfangshalle des Hotel Tudamidia hinaus. Der Lärm, der euch hier in diesem Gebäude das abgeschirmt hatte, empfängt euch dann aber wieder. Denn es ist zwar schon dunkel, aber immer noch ist die Stadt ziemlich laut. Und just als ihr aus dem Gebäude heraustretet, könnt ihr auf der anderen Seite sehen, wie da wohl ein paar Frauen herumstehen, die dann nach kurzem Blick dann auch zu euch rübergehen, weil ihr... Naja, wohl aus einem etwas teureren Etablissement heraustretet, was man vielleicht der Qualität gar nicht so ansieht, aber naja, wer das Geld sich leisten kann. Zumindest kann Evadaios sehen, wie dann ja, so eine Schar aus 3, 4 Frauen auf ihn zugeht. Oh. Ja, eine Ferdi, den hatte ich auch noch nie. Ihr seid nicht von hier, oder?
Nee, ich komme von der anderen Seite, Aventurens, von den Zyklopeninseln. Ja. Ja, ihr seid ja auch immer mit dem Wasser und so, oder? Genau, und hier, das ist meine Freundin Washa. Die, also nicht meine Freundin, sie ist die Freundin von einem meiner Freunde. Bringt mich jetzt zu meinem Haus. Vater, ich glaube nicht, dass sie etwas angeht, wo wir hingehen. Soll ich dir ein Geheimnis verraten, Eferdi? Okay. Ich hasse es, wenn Männer total trockene Lümmel haben. Ja, feucht ist besser. Genau. Man dreht die Augen und ich würde mal darauf achten, ob die auch ja ihre Hände bei sich halten. Also ich meine, Eferdi ist ja schon mal geklaut worden, das müssen wir nicht nochmal haben. Ja, also sie nähern sich gerade und du kannst sehen, wie er dann so ein bisschen eingekreist wird und man streicht ihm gerade über seine männliche, maskuline Brust. Streichelt ihm, krabbelt ihm so ein bisschen über die Haare, die da so aus der Brust raushängen. Erfadaios, wenn ihr nicht wollt, dass sie euch irgendwelche Reiherdienste anbieten, dann sollten wir jetzt gehen. Ich kann das hier beenden, aber nur wenn ihr wollt. Ich kann euch auch gerne allein lassen und eine Stunde abholen oder so. Ihr könnt auch gerne mit dabei sein. Nein, danke. Meine Dame, ich es stimmt, aber ich möchte eure Zeit wirklich nicht verschwenden. Diese Nacht würde ich gerne lieber alleine verbringen. Also ihr habt's gehört, beschwindet. Na gut. Ja, ziehen Sie wieder ab. Einer dreht sich noch um, so ein bisschen verunsichert. Aber wir haben doch noch gar nicht den Preis gesagt. Ich sagte weg. Giftig rüber und stellt sich auch so ein bisschen dazwischen. Also an einem anderen Abend, da müssen wir das anders machen. Da musst du den Preis runterhandeln, Wascher. Ich meine, das ist doch viel schöner als die gewesen. Kein Wunder, dass die da zu mir rüberkommen, aber vergrauen müssen wir da nicht an jedem Abend. Nun ja, es ist nicht nur das. Wenn ihr nicht aufpasst, dann seid ihr mal schnell um ein paar Fragen erleichtert. Und wir wissen ja, nicht wahr? Zwickert ihr zu. Ja, aber beim letzten Mal lief das nicht so gut. Das stimmt schon. Deswegen passe ich lieber ein bisschen auf euch auf, wenn es gelingt. Gut, dass ich jetzt relativ leere Taschen habe. Nun, dann kommt. Das Hausboot ist ein kleiner, zweimastiger Lastensegler. Der hintere Mast verschwindet fast in den Aufbauten aus grob zusammengezimmerten Brettern mit einer schief hängenden Tür. Du kannst auch erkennen, wenn du noch draußen stehst, dass es wohl noch ein offenstehendes Fenster gibt mit genau neben der Tür, auch kein Glas oder sowas eingesetzt, sodass man quasi auch gar keinen Schlüssel bräuchte, wenn man sich denn hier unbefugt dann Zugang verschaffen wollte. Ja, Wascher kann dich dann sehr auf direktem Wege dann dort, wie gesagt, hinbringen. Und du stehst dann, wie gesagt, vor so einem kleinen Lastensee. Also wie gesagt, Frost, ich würde auch die ganze Zeit darauf achten, dass natürlich niemand irgendwie sich nähert und die beklaut. Also das wäre mir wichtig, weil ja, das also ist schon mal so, passiert. So weit ist die Strecke jetzt nicht. Ich hatte ja letztes Mal gezeigt, wo das Hotel Tulamidia ist und der Flusssegel ist dann irgendwie 300 Meter entfernt. Das werdet ihr dann sicherlich schaffen, ohne dass ihr beklaut werdet. Ja, das ist Sicherheit nochmal gesagt. Genau. Gar nicht schlecht, das Ding. Scheint damit ja wirklich auf Fischfang zu gehen, was? Ich glaube. Ja. Ich kenne mich damit ehrlich gesagt gar nicht aus. Ich war froh, dass ich letztes Mal ein Schiff bekommen habe, was hier aber leider gesunken ist. Naja. Da hüpfst du mal rüber. Was? Von dir ist hier auf dem Manadi ein Schiff gesunken? Naja, das war ja erst der Weg, wie ich überhaupt nach Marskan gekommen bin. Achso, das Schiff meinst du, ja. Ich hoffe, sie haben es auch irgendwie alle geschafft. Und sind nicht alle ertrunken. Ja, war da denn irgendjemand von deiner Familie dabei? Nein. Nein, sie sind alle weg. Ich reise ja schon seit fast 3 Sommern Götterläufen nicht mehr mit ihnen. Also ich meine jetzt hier deine die wandernde Familie, die Gaukler und Tänzer und Musikanten und so. Schon klar, aber nein, da ist ja auch mein Vater bei. Nein, ich habe sie vor ungefähr 3 Götterläufen, etwas weniger, verlassen müssen. Dumme Geschichte, naja. Meint ihr denn, ihr werdet euch hier wohlfühlen? Vertraut schwankt mal so ein bisschen hinterher, versucht so ein bisschen von seiner schwankenden Bewegung auf das Boot zu übertragen und den Wellengang zu spüren.
Ja, ich glaube, das wird ganz gut. Wird ganz gut. Bald sollte auch mal die Flut hier reinkommen. Es wird. Ich glaube, hier wird es mir gefallen. Danke, Wascha. Gerne. Braucht ihr noch irgendwas? Da schaut mal unter der Fußmatte. Der Schlüssel. Ah, na, nee, nee, hier. Alles gut, alles gut. Ich hatte euch ja zugesagt, ich würde euch auch jemanden für eine Massage besorgen. Wollt ihr das heute Abend noch oder übermorgen? Ach nein, nein, das ist jetzt auch nicht so dringend. Erstmal eine Runde Schlaf hier, wo man sich keine Gedanken drüber machen muss, von welchem giftigen Tier oder von welchem bösen Menschen man überfallen wird. Und dann geht es mir morgen gleich viel besser. Gut, dann würde ich auch zurückgehen. Ich bin auch ein bisschen müde. Falls ihr irgendetwas braucht, ihr findet den Weg zurück. Danke schon. Dann schlaft gut und möge Boron euren Schlaf segnen. Bis morgen. Ach, und Wascha, also wenn du dich entscheidest, weiter mit uns zu reisen und dir nicht von Dexter Nemrod ja, das Haus schenken lässt, dann, also Rodrigo wird sicher auf dich aufpassen und ich natürlich auch. Ihr Ich habt mir hoffe, das damals schon reicht. euer Wort gegeben, das habe ich nicht vergessen. Wisst ihr noch, an dem Tag, bevor die Chimären kamen? Und heute stehen wir immer noch hier. Stimmt. Nun dann, gute Nacht. Etwas Gut. verlegen, die Haare so das Ohr streichen. Dann auch Gute schnell Nacht, vom Kleine. Boot. Wie ein Wiesel siehst du, wie sie in der Menge verschwindet. Zurück zum Gasthaus. Ja, Geradeaus wird. der Schlüssel selber ist ziemlich einfach gefertigt. Das ist quasi eigentlich nur mit einem einzigen Bart versehen. Du steckst es rein, wirst wohl bemerken, wenn du ihn umdrehst, dass er das nicht richtig ins Schloss greift, sondern einfach nur einen Riegel auf der Innenseite dann zur anderen Seite verschiebt. Und dann kannst du die Tür öffnen. Im Inneren steht unglaublich viel Gerümpel. Teilweise Dinge, die aus dem Wasser gefischt worden sind. Grün angelaufene Kupferplatten mit ein paar Ornamenten drauf. Rostrote Handwerkszeuge, die mit faulendem Holzstiel irgendwo auf die Seite gelegt worden sind. Und du kannst dann auch ein Bett erkennen, was hier wohl ziemlich groß ist und würde quasi drei Personen Platz bieten, wenn es denn nicht vollgestellt ist. Aber es ist vollgestellt mit allerlei weiterem Unrat und du kannst auch sehen, wie ein altes Fischernetz, was wohl immer noch ein bisschen nass ist, so als Baldachin über das Bett gehängt worden ist. Im Inneren kannst du das Schwanken des Schiffes ganz deutlich spüren. Hier fehlte auch natürlich die Orientierung der Wasserlinie, was gerade bei einer Landratte dann ja deutlich dazu führen würde, dass man da dann mit seinem Bauch kämpfen muss. Aber naja, dir ist das gar kein Problem. Und ja, musst dann irgendwie so einen schmutzigen Eimer noch vom Bett wegräumen, dann hast du Platz, kannst dich da auch hinlegen. Und ja, wie gesagt, es ist genug Platz dann da. Vielleicht ein bisschen unordentlich. Ulamitisch könnte man sagen. Ungewohnt. Einfach das würde bald ins Bett gehen, nicht sofort einschlafen, sondern sich noch Gedanken über ja, die Visionen, die er in letzter Zeit hatte, machen. Und nach dem Aufstehen am nächsten Morgen hier ein bisschen, nicht unbedingt aufräumen, aber zum Beispiel Fischernetz oder wenn es irgendwas gibt, was kaputt ist, was er ein bisschen reparieren kann, würde er das machen. Ja klar, also du kannst dann sehen, wie da irgendwelche abgesplitterten Ruder sind. Die hat man dann notdürftig irgendwie wieder zusammen ja, genagelt oder sowas wie Fischernetze, die dann zerrissen sind. Und da kannst du dann mit so ein bisschen Handwerkszeug, was dann da irgendwo verteilt rumliegt, suchst du das halt so ein bisschen zusammen, kannst du da dann alles wieder ja, so ein bisschen flotter machen. Ja, Wascha kommt auch wieder zurück ohne Probleme zum Hotel Tulamidia. Möchtet ihr dann zu dritt noch irgendwas besprechen? Jetzt gerade habe ich nichts. Ich auch nicht. Nee, also von meiner Seite nichts. Ja, dann schreiben wir den nächsten Tag. Das ist dann der 15. Firon. Und wenn ihr dann nach einer sehr ausgeschlafenen Nacht wieder nach draußen tretet, auf die Straßen, könnt ihr dort auch sehen, wie ein ja, Mann steht, der auf alle Fälle Jalan, muss ich nochmal umbinden, bitte.
wie Yalan einen Mann erkennt, der ja diesmal ohne Rüstung, ohne Wappenrock, ohne Stadtwachen Abzeichen durch die Gegend läuft, aber es ist wohl sehr offensichtlich Drego von Angbruch, die anderen ja auch schon gesehen haben im Zartempel. Aber ja, Yalan hat auf alle Fälle schon sehr einschlägigere Erlebnisse mit diesem Mann gehabt, da er schon mit ihm gemeinsam in der Hafengarnison steckt. Hauptmann von Angbruch. Guten Morgen. Ich nehme an, Sie sind hier, um uns zu führen. Das ist richtig. Dann hat das alles funktioniert und der Vollmatrose Ferjarian hat euch Bescheid gesagt. Ausgezeichnet. Hat er, ja. Was ist eigentlich mit dem? Was soll mit ihm sein? Na, ich meine, setzt er sich jetzt zur Ruhe oder macht er weiter? Nun, er hat eine Entlohnung bekommen, so wie ihr alle. Soweit ich weiß, wurde mir von Osko berichtet, er möchte wieder zurückkehren. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie es mit dem anderen Vollmatrosen Mopana aussieht. Er murmelte etwas von Oberan. Ich glaube, das ist die waldmenschliche Ansprechungsweise von Praios. Und er möchte sich dort einmal umsehen in diesem Tempel. Aber seine endgültige Entscheidung, ob er mitkommt, ist noch nicht gefallen. Fehlt noch Porto. Den haben wir gestern im Chor-Tempel gesehen. Nun, aber gut, ihr wolltet uns wohin führen. Ihr werdet, wie gesagt, dafür entlohnt, was ihr für das Reich getan habt. Ja, er würde dann auch schon durch diese Straßen dieses Hafens, des Seehafens gehen und euch dann mitnehmen. Einfach in Richtung Süden. Das heißt, jetzt sind dabei Brandigia, Yalan, Myria und Rigo. Wascha ist auch nicht dabei. Genau, Wascha. Also 5 Leute. 6 Leute. Nee, gar nicht. 5 Leute. So. Ja, und dass Everdaios nicht da ist, interessiert ihn gerade wohl erstmal nicht. Er geht auf alle Fälle in Richtung Süden. Ja, Everdaios weiß ja, wo er ist. Den treffen wir dann in der Hafenmeisterei. Ich gehe hinterher. Ja, Hauptmann von Angbruch führt euch dann über einen etwas größeren Steg und neben einem Kontor einer, ja, einer Familie Sabasahil kommt er dann zum Stehen und weist euch dann einmal die Tür. Das ist wohl diejenige, welche nun euch gehören soll. Es wurde ja bereits angekündigt, dass euch ein Kontor zur Verfügung gestellt ist. Von außen sieht es ein bisschen ungepflegt und heruntergekommen aus. Gerade die Steine, die hier sind, so ein bisschen verwuchert, alles ein bisschen grünlicher und auch die Steine von außen. Es wirkt sehr nicht heruntergekommen, eher verlassen, als ob hier lange, lange Zeit keiner mehr drin gewesen war und sich hier darum gekümmert hat. Und aus dem Inneren könnt ihr dann sehen, wie wohl ja, zwei große Wagen stehen vor der Tür. Einer im Inneren, die doppelflügelige Tür wurde dann geöffnet und drin könnt ihr schon sehen, wie Porkwurm, der Zerstückler, sich im Inneren umsieht. Und wir können uns das einmal betrachten. Steuerung F. F, da ist es nicht da. Ja, und Hauptmann von Angbrose selbstverständlich auch mit dabei. Dieses Kontor stand lange Jahre leer, nachdem die Malaskan-Kriege ausgebrochen sind und eine Blockade verhängt wurde. Noch zur Zeit von Reto sind die damaligen Besitzer, die sich selbstverständlich dem Schmuggel betätigt haben, dem maraskanischen Schmuggel, pleite gegangen und seitdem steht es leer. Es befand sich lange in der Obhut unserer Organisation und wir würden es jetzt euch überlassen. Ein Kontor? Richtig, es ist zweigeschossig, das heißt im oberen Bereich findet sich ebenso noch naja, der ein oder andere Platz, den ihr dann zur eigenen Verfügung habt. Selbstverständlich so etwas wie Büros, die ihr einrichten könntet, seht euch einfach selber um. Schauen wir es uns mal an. Ich muss gestehen, wir sind jetzt nicht unbedingt die Arten von Leuten, die ein Kontor besitzen. Oder ihr, was das angeht. Aber, naja. Gibt es denn auch noch ein Schiff dazu? Fragt man sich ein Augenzwinkern. Ja, er hat das Augenzwinkern gesehen. Ja, wir haben wohl Berichte bekommen von einem
Krieger, ein sehr ehrenhafter Mann, dessen Wort wir nicht anzweifeln wollen, dass es hier in der Gegend einen Schmuggler am Hafen gab, dessen Schiff wir leider konfiszieren mussten. Und nun ja, dieses Schiff ist in unserem Besitz und kann gerne auch an die Recken des Mittelreiches abgegeben werden. Und wo auch immer Dexter Nemrod es als nächstes hinzuschicken gedenkt, es wäre für uns praktisch, ein Transportmittel zu haben. Die kleine Okuri passt übrigens auch in das eingebaute Dock, was wir auf der linken Seite finden. Er deutet einmal zu einer etwas größeren Tür, die dann auch mit einer, ja, mit so einem Schiebetor dann verriegelt ist. Und er deutet dann an diese Stelle. Dahinter befindet sich, wie gesagt, der Dock und dort könnte man eine Okuri, ja, geschickt warten und für längere Zeiten, die man sie nicht benutzt, einlagern. Nur mal so, hat sie gefragt, welcher Schiffstyp ist die Okuri eigentlich? Eine einmastige Lorcher. Lorcher, danke. Nun, ich denke, das ist eine angemessene Behausung, wenn man nicht auffallen möchte. Nun, meine einfache, sagen wir einfach mal Familie, die jetzt hier ein Erbe angetreten hat, ein Erbe, was lange verschollen war. Und da muss man dann natürlich dem Ruf eines Kaufmannes in Kuntium gerecht werden. Und warum dann kein Kontor? Wie gesagt, wenn sie es vor oder wenn ihr es vorzieht, nicht mehr gegen die dunklen, finsteren Mächte zu kämpfen, sondern euch zur Ruhe zu setzen, dann mag es auch etwas Kleineres tun. Also kein eigenes Kontor, sondern ein etwas kleineres Häuschen in einer der größeren oder kleineren Städte, ganz wie es euch beliebt. Aber nun, wenn ihr eine Ausgangsbasis für eure Operation braucht, so denke ich, ist so etwas gerade in dieser Stadt genau das Richtige. Na, wir hören doch jetzt nicht auf. Wir fangen gerade erst an. Das wollte ich hören. Hat seine Exzellenz bereits einen Plan, wie es als nächstes weitergeht, oder mit uns, meine ich? Also wo es hingehen soll? Bisher warten wir noch auf die Berichte der Seeadler von Beilung, die erst in einigen Tagen wieder erwartet wird in diesem Hafen. Und bis dahin wird seine Exzellenz das Endurium sicher verwahrt wieder zurück in das Reich bringen. Das heißt, raus aus den Thulamidenlanden, zurück nach Gareth, wo es dann aufgeteilt wird nach den Standarten, die wir mit der Kirchen vereinbart haben. Mit wem muss ich denn eigentlich sprechen, ob ich mich dafür oder dagegen entschieden habe? Nun, wenn ihr eine ruhige Minute habt, dann können wir uns gleich zusammensetzen. Am besten in euer neues Büro. Und ja, du kannst gerne mal mit Menschenkenntnis würfeln. Okay. Ja, überhaupt kein Problem, ihn zu lesen. So wie er das gesagt hat, war es genau beabsichtigt. Am besten in euer neues Büro. Und mit diesem Euer warst du natürlich mit eingeschlossen. Ja, ich lächle ihn mal aufmunternd an, so ein bisschen vielsagend und schau dann erwartungsvoll nach Motto, dass uns gehen. Ja, ich habe die Karte selbstverständlich wieder geeicht. Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, die Faktoren sind 1 zu 10, das heißt, das sind keine 200 Meter, sondern das sind 20 Meter, beziehungsweise 21,8 Meter. Ne? Und dann könnt ihr euch austoben. Wie gesagt, es gibt ja, kleinere Büros. Hier könntet ihr dann sowas wie ein Vorzimmer einrichten. Hier könntet ihr dann die richtige Verwaltung reinziehen. Auch hier dann extra mit einer weiteren Tür, die dann zu euren Arbeitsräumen führt. Und ansonsten habt ihr hier noch ja, sowas wie ein Lagerhaus, eine kleine Verwaltung mit Papierkram, mit Bürosachen, wenn ihr die dann da einrichten wollt. Und im oberen Bereich habt ihr hier noch eine kleine Luke, die nach unten führt. Da könnt ihr mit einem Kran dann etwas größere Gegenstände verladen. Aber es bietet sich hier, glaube ich, an, sowas wie
ja, Betten reinzuziehen oder Trennwände, Büchereien. Also das könnte man hier sich überlegen. Denn wirklich große Sachen, die ihr lagern wolltet, könnt ihr dann auch hier in diesem Bereich beziehungsweise in dem gesamt kopierten Stockwerk darüber auch noch aufbauen. Dann da gibt es dann auch so was wie eine kleine Treppe nach oben, wo ihr dann hier auf so eine zweite Ebene kommt. Ja, da wir ja keine echten Händler sind, glaube ich nicht, dass wir allzu großen Bedarf für ausgiebige Lagerflächen haben. Na, vielleicht kommt das ja noch. Wer weiß, Aber dazu könnt ihr vielleicht euch riecht ja. Rodrigo ja das Gold im Wasser. Genau, dazu könnt ihr euch dann ja noch ein paar Gedanken machen. Ich stelle euch ja zumindest ein paar Optionen vor. Die Ukuri liegt noch nicht in eurem kleinen Trockendock, beziehungsweise so trocken ist er aktuell gar nicht, denn das Wasser ist eingelassen und fließt dann direkt vom Hafen hier rein. Ihr könnt das aber auch über ein riesiges hölzernes Tor dann wieder verschließen, sodass ihr dann in Ruhe dran arbeiten könnt. Ihr könnt den Trockner in den Dock stilllegen, sodass ihr dann am Rumpf arbeiten könnt, wenn das Schiff etwas mehr beschädigt ist oder so etwas. Ja. Evadarios wird sich vor Freude in die Hose machen. Ja, ich glaube, Ephadaios bekommt ein paar Orgasmen, wenn er sowas sieht. Ja, wie gesagt, ihr habt zwei, ja, Wagen zum Transport von irgendwas, wenn ihr durch die Stadt mit schwerem Gerät wollt. Ich glaube, aktuell habt ihr da noch nicht so viel Bedarf für. Aber wie gesagt, Porkwurm ist schon da und Porkwurm ist Zimmermann. Der kann euch also aus Hölzern dann Dinge basteln, wenn ihr ihm den Auftrag gebt. Gut. Das dazu. Sonst irgendwelche Fragen? Eigentlich nicht. Gut, dann wurdet ihr so ein bisschen herumgeführt von Hauptmann von Anbruch und Borgwurm ist auch ganz begeistert. Ein paar fertige Schnitthölzer wurden auch schon angeliefert und liegen dann im Dock herum, wo ein bisschen mehr Platz ist. Und er ist dann auch schon ganz begeistert und präsentiert seine Vision, die er hat, mit leuchtenden Augen, denn das gehört dann. Also er würde da dann auch mit Teilhaber werden von diesem Dock und da dann auch aufpassen, dass da kein Schindluder mitgetrieben wird, denn er möchte auch weiterhin Abenteurer sein. Er wird sich also nicht zurückziehen und weiter gegen die blutige See kämpfen. Ja, Lan? Ja. Wäre es für euch in Ordnung, wenn ich mal einen kleinen Plan zeichnen würde, wie ich mir das hier vorstelle? Ich meine, natürlich, hier liegt genug Staub rum. Zeichne ihn einfach irgendwo auf den Boden. Ah, das meinte ich nicht. Ich dachte, so einen richtigen Plan. Und dann könnte man überlegen, zum Beispiel hier, da könnte man eine Wand machen, dann könnte man hier, und ich fängt an, auf dich einzureden und dir irgendwelche innenarchitektonischen Pläne vorzulegen. Ah Ja, also ja, wenn ihr danke. wollt, ich habe euch wie gesagt schon einzelne Dinge hier oben hingezogen. Wenn ihr wollt, könnt ihr also da gleich schon mal euch Ideen machen, ob ihr hier einzelne Trennwände reinzieht oder das Zimmer draus baut, wie ihr die Betten aufstellt, ob ihr Betten aufstellt und dann kommen wir auch gleich zu der Qualität, die diese Betten haben können. Das hat natürlich alles einen Preis, guckt uns gleich an. Ich glaube, wir machen erstmal das Gespräch mit Angbruch und Wascher, denn die weiß ja noch gar nicht, ob sie dabei bleiben will. Ja, nachdem Hauptmann Angbruch euch da ein bisschen rumgeführt hat und ihr steht jetzt alle so ein bisschen im Inneren, unterhaltet euch gemeinsam, wird sich dann Angbruch gemeinsam mit Wascher in das Arbeitszimmer zurückziehen.